sortieren. Ja, komm, kann man mal machen. Dann gehen wir hier mal in die Forestry-Kiste, packen das da mal rein. Den Rest werden wir jetzt noch brauchen. Immersive-Kiste. Das sind die mit 1, das ist ja egal. Haben wir noch was von Immersive? How about no? Nö. Okay. Einmal ganz kurz am Kopf kratzen. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir uns Dirt. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich weiß wirklich nicht, wie viel wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots haben wir frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann haben wir schon mal die Dirt-Dinger voll. Sollten, müssten, könnten. Und an den Eiern laufen wir einfach mal vorbei. Also Pam's Harvestcraft möchte ich fast installieren, damit wir was mit den Eiern machen können. Oder irgendwie vielleicht aus Eiern Redstone gewinnen. Naja, ich war nur neugierig. Was will ich eigentlich hier unten schon wieder? Hier unten bin ich doch gar nicht richtig. Ich bin hier generell irgendwie... So, ich brauche jetzt dieses Soldering Iron. Soldering. Roller, weißt du, bin ich Olga. Bin ich nicht Olga. So, Board Missing. Insert a Board. Okay, Board ist drin. Layout mismatched. Amount of Tubes does not match. Wieso Amount of Tubes? Da sind doch gar keine drin. Managed Farms, Manual Farm, Electric Stimulator. Manual Farm müsste das denn sein, ne? Crop Farm. Crop Farm? Alter, ich hoffe, dass dieses Industrial Hemp als Crop angesehen wird, weil ansonsten schrei ich. Und dann noch diese Copper-Dinger hier. Orchard? Ich hoffe, das ist richtig. Was ist denn Orchard jetzt, bitteschön? Moment. Hier steht nämlich was anderes. Nee, Trees. Nö, sollte richtig sein. Crop Farm. Manual Farms, unlike Managed Farm. Will not set this up. Kann man das Ganze jetzt auch nochmal rückgängig machen? Kann man. Das soll nämlich keine Manual Farm sein, sondern eine Managed Farm. Und dann packen wir da einen Bronze hin, dann packen wir da einen Bronze hin. Und dann packen wir die beiden hin. Sollte jetzt so richtig sein. Ich pack das Teil dahin. Ah ja, guck mal, und jetzt zeigt er hier. Hier zeigt er jetzt an, er braucht Fertilizer 5 und Water 154. Hier zeigt er mir an, er braucht Fertilizer 10 und Water 77. Ne, und hier halt nochmal das gleiche. So, und jetzt gebe ich ihm Erde. Und er macht nichts. Doch, jetzt fängt er an. Jetzt fängt er mächtig an, hier loszuaggern. Sollte. Ah, wie man sieht, hier macht er, fängt er an mit dieser Crop-Geschichte. Dort fängt er an mit dieser Humus. Humus! Und hier sieht man... Nee, doch nicht. Ich glaube, die Farm ist ein bisschen besser geworden. Entschuldigung, ein bisschen besser geworden, als ich sie in Erinnerung habe. So, wenn ich den jetzt da reinpacke, passiert nichts. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema Immersive Engineering und Agricraft und Forestry funktionieren miteinander. Tolle Wurst. Richtig schlecht. Naja, lassen wir ihn die erstmal anpflanzen. Der braucht noch Dirt? Nein. Ja, nein, vielleicht. Ein bisschen, ein bisschen. So, wir müssen das Ganze hier dann natürlich noch bei Zeiten einzäunen. Aber wie immer nicht jetzt. So, weil eine Hälfte hier oder ein Viertel hat er jetzt schon mal mit Bäumen fertig gemacht. Das ist in Ordnung. Und ja, den Rest, den kennt ihr ja, wie das funktioniert. Ah, Alter, ich habe so einen fucking Brainfuck dadurch. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber ich würde am liebsten den Chip wieder rausnehmen und würde das richtig machen. Ah, es ist... Ich hau mir mal gepflegt vom Kopf, so, weißt du? So sag ich sowas. So guckst du. Ja, gut, okay. Kann man jetzt halt nicht anändern.
Immersive Engineering soll angeblich damit funktionieren. Ich sehe, dass es nicht funktioniert. Es kann natürlich sein, dass AgriCraft damit funktioniert. Oder nur AgriCraft Seeds damit funktionieren. Beziehungsweise alles, was halt mit AgriCraft zusammenhängt. Ich schaue nochmal. Hier haben wir einen reinen Immersive Seed. Ich schaue mal, ob er den irgendwie annimmt. Natürlich nicht. Dann muss ich mir für Immersive Engineering noch irgendwas anderes einfallen lassen. Irgendwas, was doch ein bisschen geckig ist. Und was wir hier dann noch anpflanzen. Kartoffeln, oder? Ich weiß es noch nicht. Was könnten wir da denn anpflanzen? Lass mich doch mal überlegen. Bio. Biofuel. Biofuel. Ja, guck mal, da können wir zum Beispiel Kartoffeln, da kommen dann 4 solche Biofuel-Dinger raus. Weil die werden wir später noch brauchen, dieses Biofuel. Können wir auch Karotten nehmen. Gut, okay, bei den Kartoffeln hätten wir natürlich den Nebeneffekt, dass wir die instant fressen, essen könnten. Oder dass wir die halt direkt braten oder fragen Fuchs. Warum arbeitet der jetzt nicht? Ah, jetzt. So, das erste Holz ist hier schlagen. Was wir mit dem Holz nachher später dann machen? Achselzucken, ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Ahnung. So generell, was wir hier dann halt noch veranstalten. So, mit Blick auf Lagerroom würde ich sagen, sind wir erstmal durch für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleib mal gewogen, bleib mal treu, hau da rein und tschüss. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivelos Let's Play. Eine neue Runde. Ehemals Vanilla. Und wie immer natürlich alleine und immer noch nicht auf dem Server. Ja, was gibt's Neues? Also, es gibt vieles Neues. Eigentlich so viel ist es nicht, aber ein bisschen was. Und zwar, ich habe mal ein bisschen hier updated und dit knallt und leckt hier. Oh, ich muss unbedingt auf den Server umziehen. Also, ich habe ein paar Updates durchgezogen, vorgenommen, wie auch immer. Wie man hier unten sehen kann, Project Red ist noch nicht available, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe für die Aufnahme und für das, was ich jetzt halt so in nächster Zeit vorhabe oder vorhatte, wie auch immer, habe ich halt Immersive Engineering geupdatet auf, keine Ahnung, 06 irgendwas, schieß mich tot. Und ich habe Forestry auf eine Unstable-Version geupdatet. Warum ich das auf eine Unstable geupdatet habe, alles was vor der Forestry 4.0 ist, funktioniert nicht gut mit Immersive Engineering. So, das ist das eine. Und das andere ist, ja, es funktioniert nicht mit Immersive Engineering. Und wenn ich die 4.0 reinziehe, die ist nicht kompatibel mit Binicore. Und ich glaube, hier sind schon Teile aus Binicore dabei. Nein. Binicore würde ich auf jeden Fall gerne drin behalten. Und normalerweise sollten wir jetzt sagen können, da rein und genau, da hat er den Industrial Hemp verarbeitet. Und sogar den, der von AgriCraft kommt. Und das ist sehr schön so. So gefällt dann Trivolo das, so will er das haben. Ich hoffe nur, dass dann auch das rauskommt, was ich haben will. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt da unten schon mal so ein bisschen Zeugs hinpacken. Also wir müssen da jetzt einen Eingang und einen Ausgang und ein paar Storage Units und so einen Quatsch müssen wir da jetzt schon mal haben. Storage Units. Ich hatte doch noch irgendwo welche. Nein, hier nicht. Okay. Dann gehen wir einfach mal unten gucken. Und es leckt und es leckt und es leckt und es leckt. Und ich habe hier Frame Drops teilweise auf unter 10. Alter Schwede. Das kann so nicht sein. Das können eigentlich nur die Tanks sein, glaube ich. Weil das ist das Einzige, was hier, meine ich, dauerhaft Infinities verursacht. Ach, hier, guck mal, die Kollegen natürlich auch. Dieses Blitzlichtgewitter da. Naja. Gut, es sollte ja demnächst sowieso alles auf einen neuen Server kommen. Wann? Pff, mal gucken. Also, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwo noch so ein paar... Aber wo? Nee. Da ist recht nicht drin. Irgendwo müssten noch, meine ich, so eine hier, ne? Wie heißen die nochmal? Storage Unit? Storage Unit, genau.
Und zwar glaube ich genau Tier 2. Die müssten eigentlich irgendwo noch rumschwirren. Ich weiß nur nicht wo. Wuppala, die ganze Zeit D gedrückt. Das wollen wir ja wohl nicht. Da geht die Zigarette wieder aus. So. Oh, ist das nervig. Hatte ich nicht noch irgendwo? Moment ganz kurz. Project Red Kiste. Project Red. Hier auch nicht. Ich hätte schwören können, ich habe irgendwo noch welche. Bin ich Jack oder was? Nachher, wenn ich die Folge wieder sichte, dann sehe ich die bestimmt wieder. Irgendwo. Das kann es doch nicht sein, oder was? Hör mal! Es sollten eigentlich, das sind Dynamic Tanks, genau. Es sollten eigentlich noch irgendwo 4, 5 von den Teilen rumliegen. Rumfliegen, wie auch immer. Gut, was brauchen wir dafür? Storage Unit. Komm, gib's mir. Zeig's mir. Gib's mir. Wir könnten auch diese Compartments noch nutzen. Aber nicht jetzt. Nicht im Moment. Wir bauen mal die Nummer 2. Weil für die 3 brauchen wir ja, glaube ich, ein paar Enderperlen. Und ich weiß nicht. Rare Loot, wie sieht das hier aus? 0. Wie sieht das hier drin aus? 2. Gehen wir doch mal einmal zur Farm runter und schauen wir einmal, was die Farm uns zu bieten hat. Ja, weißt du, was schade ist? Dass kein anderer Mod, heute mal nicht in doppelter Geschwindigkeit, dass kein anderer Mod außer, wie heißt denn der? Ich komm gerade nicht drauf. Na, hier sind auch nur 32 Stück drin, das ist jetzt auch nicht so die Welt, ne, wenn man mal ehrlich ist. Wie heißt denn der Mod nochmal?